Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute stelle ich euch die Xiao Deluxe bzw. in kurz Xiao DX vor. Wie ihr seht, sie ist deutlich kleiner, dafür aber etwas dicker als die normale Xiao. Auch was auffällt ist, dass hier keinerlei Werbung drin ist. Was höre ich da? Wenn die Werbung nicht mehr dabei ist, dann wollt ihr das Video nicht schauen. Ihr wollt nichts über die Manga-Kapitel erfahren, sondern mehr über die Werbung, über Zuckerwattemaschinen, Eismaschinen und Magical Girl Stäbe? Ja, nun sagt doch aber nicht sowas. Wir werden schon eine Menge Spaß mit diesem Teil hier haben. Nun schauen wir uns die Xiao DX doch mal genauer an. Vorne haben wir erstmal das recht nette Cover. Und hinten, dreimal dürft ihr raten, na klar, Werbung für 12 Jahre. Also sind wir auch hier davon nicht verschont. Sonst aber will ich keine Werbung drin. Hinten ist nur Werbung fürs 3DS-Spiel. Da hatten wir schon in der normalen Xiao-Werbung drin gehabt, meine ich. Und sonst sind hier wirklich nur Manga-Kapitel drin. Das Ganze beginnt mit einer schönen Farbseite vom Manga The Devil's Girlfriend. Wow. Leider auch die einzige Farbseite im ganzen Magazin. Der Rest hat nicht viele Farbseiten. Hier sind wirklich viele Manga-Kapitel drin von verschiedenen Serien. Die werde ich jetzt nicht alle durchgehen. Ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich bin nicht allzu begeistert von der Xiao Deluxe. Klar, hier sind Top-Serien drin. Hier läuft Colors drin. Hier läuft auch Chocolate no Maho drin. Also hier heißt bei uns ja die Schokohexe. Die Serien laufen drin und hier sind natürlich auch noch ein paar andere nette Serien drin. Aber es ist auch sehr viel Mist oder sehr viel uninteressantes Zeug drin. Vor allem ähnelt sich hier der Zeichenstil unglaublich oft. Und manchmal hat die sogar Probleme zu erkennen, wenn die Titelseite nicht so richtig gekennzeichnet war, ob da jetzt der neue Manga bereits angefangen hat und wir nicht noch im Kapitel des vorherigen sind. Welcher Manga auch noch ganz gut ist, ist Neko Hajime Mashita. Den kann ich euch auch mal ein Bild rausheigen. Der ist ganz gut. Na, wo haben wir dich denn jetzt? Na, wo ist der Neko? Neko? Nee. Wo haben wir den denn jetzt? Der ist allerdings auch wieder nur mini-kurz. Der ist noch wirklich ganz nett und hat Spaß gemacht zu lesen. Das soll nicht heißen, dass die anderen Kapitel hier drin sind, nicht auch Spaß gemacht haben. Wir haben hier durchaus gute Storys drin. Aber wir haben tatsächlich auch sehr, sehr viele Storys drin und da ist leider auch viel Müll bei. Wie ihr schon seht, das Ganze ist ziemlich farbig wieder gehalten. Anfangs sehr im roten Stil. Das geht dann später ins, wollen wir das schön blaue. Und das Ganze geht dann ja noch ins Grüne. Also in so einen Grünton. Ja. Dann wieder blau. Am Ende haben wir nochmal so einen rötlichen Ton. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Viel kann ich ehrlich gesagt zur Xiao Deluxe nicht sagen. Ich hatte mir ehrlich gesagt gedacht, dass hier irgendwas anderes dabei ist. Ich weiß nicht, ob das irgendeine Sonderausgabe ist, der hier oben noch angepriesen wird. Mit 31 Kapiteln und 778 Seiten umfasst das Teil. Allerdings, nachdem ich die normale Show gelesen hatte, hatte ich gedacht, auch hier liegt irgendwie noch ein Extra bei oder eine DVD oder so. Was wieder bei der normalen Show der Fall war und dann heißt das hier Deluxe. Gut, hier haben wir wieder mehr Manga-Kapitel drin. Dass das Magazin für Ältere ist, wie erst gedacht, weil hier auch sowas wie Colors drin läuft oder vor allem auch Mauro und Chocolate oder auch hier irgendein Horror-Manga läuft ja auch drin. Also so ein Grusel-Shoujo, wie wir die ja mittlerweile nennen. Mal schauen, wo war der Grusel-Shoujo drin. Der war, glaube ich, noch ganz nett. Die laufen drin. Ach, hier haben wir doch einmal Werbung. Gut, wir haben hier so ein bisschen extra Content drin, aber längst bezieht sich die Werbung wirklich auf die Werke. Also hier haben wir dann Werbung für die Manga. Halt. Ich habe für die nächste Ausgabe. Pripara ist auch wieder mit dabei. Also auch das haben wir hier drin. Ja, ich denke mal, Pripara, die Fans erkennen. Ja. Davon habe ich übrigens mittlerweile den Anime geschaut. Natürlich nicht komplett, sondern nur 2-3 Folgen. Ja.
Gut, ich habe dazu mache ich sogar nochmal ein extra Video. Meine Erfahrung mit Pripara. Ja. Sonst haben wir hier drin, na, wo war jetzt dieser Grusel-Shoujo jetzt abgeblieben? Na. War das der hier? Nee, der sieht. Okay, ich weiß, ich finde den gerade jetzt irgendwie nicht wieder. Okay, Leute, das ist halt, wenn das Heft so extrem dick ist und dazu habe ich es, wie gesagt, auch nur einmal gelesen und vorher nicht nochmal großartig durchgeblättert, muss ich gestehen, dieses Mal noch irgendwie so ein Grusel-Shoujo war hier auf jeden Fall drin. Wieder die Highlights natürlich Colors und Mahono Chocolate. Und Neko Hachimima Star war auch noch ganz nett. Und wie gesagt, die anderen Titel, die noch ganz nett waren, na. Ja, die waren aber halt wirklich nur ganz nett, dass ich mir nicht unbedingt einen Titel gemerkt habe. Also jetzt nicht unbedingt einen Titel, wo ich mir jetzt die Bände zu kaufen würde. Vom Zeichenziel sind die weg, ja, zum Großteil in Ordnung. Ich habe jetzt keinen Weg gesehen, wo das Zeichenziel wirklich abgrundtief hässlich war. Also das heißt, ich war ganz gut, auch hier haben wir nochmal so einen komischen Yonkoma-Manga. Das ist auch mit von der Partie und ja. Ich muss wirklich sagen, mir fällt diese Review aktuell sehr schwer, weil man einfach nicht wirklich allzu viel drüber sagen kann. Ich weiß irgendwie auch nicht. Weil, ja, dafür könnte man auch sagen, ich weiß irgendwie nicht. Vielleicht wisst ihr aber ungefähr, was ich meine. Beziehungsweise weiß ich nicht, wie man das ausdrücken soll. Bei anderen Monatsmagazinen oder Wochenmagazinen ist es viel leichter. Aber hier irgendwie nicht. Und noch hier haben wir einen Manga, der, genau der Manga hier war nicht so mit dem Zeichenstil. Ich muss dazu auch tatsächlich sagen, weil das so dick ist und weil einiges recht uninteressant war. Ich habe hier zum Beispiel solche Minimanga auch nur überflogen. Farbseiten gibt es keine. Hinten haben wir noch mal Werbung für. Aber dieses komische Alice-Ding, erinnert ihr euch daran noch aus der letzten Chiao? Ja, da habt ihr sie noch mal. Die wolltet ihr doch alle sehen, wenn sich an die überhaupt jemand erinnert. Ja, wie gesagt, ich kann jetzt noch ein paar Bilder drauf zeigen natürlich. Die Qualität ist trotz allem ziemlich gut, muss ich sagen. Also man kann wieder alles lesen. Also es gibt jetzt keine Sprechblase, die jetzt unlesbar ist. Wie in der Ribbon bei diesem, oh, wie heißt er mal? Das ist Gary Lessons, genau. Und sonst, obwohl es so dick ist, einen Knick hier drin habe ich noch nicht. Man kann es also auch wirklich aufschlagen und lesen. Und das ist jetzt großartig. Gut, auf Dauer wird es einen Knick bekommen, wenn man es viel liest. Allerdings denke ich mal, wird man das nicht. Also sonst, ach, jetzt hatten wir schon. Hier ist Werbung für Shokumi. Gut, also ein ganz klein bisschen Werbung ist drin, aber wieder, die bezieht sich halt alle was hier rauf. Okay, hier haben wir noch was wirklich super, super hässliches. Ja. Alle Manga haben Furigana. Die Manga haben jetzt auch alle nicht so enorm viel Text. Also ihr werdet hier nicht mit Textwellen zugestopft. Und ja, wieder Highlights, Colors. Schoko hier, Mahou und Chocolate. Und Neko Hajimima Star. Mehr, was mich jetzt richtig groß angesprochen hat, ist hier nicht drin. Klar, nette Sachen, aber das habe ich schon gesagt. Ist es schön, dass die so dick ist. Für Deluxe, mit dem man darauf bezieht, wo das Deluxe, trotz allem für Deluxe, muss ich sagen, einfach ein bisschen wenig. Da hatte ich mir hier tatsächlich irgendwie noch gedacht, dass hier zumindest noch ein weiteres Extra dabei liegt. Was man hätte zeigen können, wenn man wieder nicht so viel zum Magazin sagen kann. Und das kann ich irgendwie nicht. Ich muss aber wirklich sagen, die Shoujo-Geschichten ja ähneln sich auch recht stark. Vor allem hier drin merke ich es, wie gesagt, allein nicht nur das Zeichenziel, sondern auch von der Story.
Dann natürlich auch einige Geschichten, die schon wieder länger laufen, wo man sich dann erstmal reinfinden müsste, indem man andere Kapitel liest. Ja, das war meine Vorstellung zur Xiao DX. Ich möchte mich natürlich bei allen entschuldigen, die sich auf eine gute Review dazu gefreut haben, beziehungsweise auf eine längere Review, dass ihr die jetzt nicht bekommen habt zur Xiao DX. Die nächste Review zum nächsten Monatsmagazin, die wird natürlich wieder deutlich ausführlicher und besser. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich noch groß zu sagen soll. Es ist letztendlich fast identisch mit der normalen Xiao, nur dass hier ein paar andere Werke drin laufen, die sich aber an sich alle recht ähneln. Wieder ein Shoujo-Grusel läuft hier noch drin und das war's dann. Entschuldige mich nochmal für die Leute, die jetzt irgendwas Größeres oder Tolleres erwartet haben bei der Xiao Deluxe Review. Und beim nächsten Mal schauen wir uns wieder ein anderes Monatsmagazin an. Mal schauen, wie das dann wird. Ich weiß noch nicht, welches es wird. Ich habe zwar eins im Hinterkopf, da muss ich aber schauen, ob ich das bekomme. Und damit würde ich mal sagen, mehr, wenn ihr mich wieder seht, ihr müsst unbedingt schauen, wie es weitergeht.